こんにちは。一生のでこんにちは。Im heutigen Video wollen wir mal wieder mit Mayu ein wenig reden und ich möchte Mayu wieder ein bisschen befragen. Freust du dich schon, Mayu? Freust du dich? Wie nein? Freust du dich nicht? Das kann doch nicht sein. Und zwar wollte ich heute mit dir mal über was reden. Weißt du schon? Nee. Weißt du gar nicht? Über die Schule. Ich habe mir gedacht, viele von euch interessieren sich wahrscheinlich dafür, wie war denn so eine japanische Schule oder wie ist denn so eine japanische Schule und was macht man da eigentlich? Und die erste Frage, lernen. Die ich jetzt mal... Lernen. Ja, okay. Klar, man lernt in der Schule. Das ist schon mal ein guter Anfang. Aber wie ist das denn in Japan? Die Grundschule, wann kommt man in die Grundschule? Geht man in den Kindergarten? Ja, ne? In Kindergarten geht man. Und dann kommt man in die Grundschule. Und wie alt ist man, wenn man in die Grundschule kommt ungefähr? 6 oder 7. 6 oder 7. Und wann geht man in die Grundschule? Ist das wie hier? Also hier ist ja immer so ab dem Herbst, sage ich mal, ab August ungefähr, Juli, ab August. April. Ab April, ne? Und das ist jedes Jahr immer April. Das und Geburtstag von 2. April bis 1. April. Bis 1. April. Also da ist die Grenze sozusagen. Ja. Du hast am 17. April Geburtstag. Das heißt, du bist mit 6 oder 7 eingeschult worden? 6. Mit 6, genau. Weil 7. war doch Eingang nicht. Einschulung. Ah, das heißt, du bist eingeschult worden mit 6 und bist direkt 7 geworden. Ja, nach sozusagen. 10 Tagen oder so. Ah, okay. Das war ähnlich wie bei mir. Ich bin hier vom 7. Juli, das heißt, ich war auch später. Ich bin dann auch, ich hätte ein Jahr früher gekonnt, war aber ein Jahr später hier. Man kann nicht früher. Das geht nicht, man kann nicht früher in die Schule. Ah, okay. Das, ja, geht nicht. Geht nicht in Japan. Aber, kann. Nur 1. April Geburtstag. Ah, das ist noch so ein Grenzfall, ne? Ah, okay, ich verstehe. Aber sonst... Und wie ist das in der Grundschule? Wie viele Jahre geht man zur Grundschule? 6 Jahre. 6 Jahre. Ja, das ist ein großer Unterschied zu hier. Ne? Hier gehst du immer nur 4. In anderen Bundesländern, in einigen Bundesländern ist es, glaube ich, anders in Deutschland. Ich glaube, es gibt auch Bundesländer, die 6 Jahre zur Schule gehen, wenn ich mich nicht täusche. Aber in Japan ist komplett Japan so. Ja. Ne? Also da gibt es nicht nach Präfekturen irgendwie unterschiedlich, sondern die ganze japanische Schulbild ist immer 6 Jahre. So, und wenn ich jetzt in der Grundschule bin, dann gehe ich ja in die erste Klasse. Ich hatte 6 Klassen. 6, boah, ist viel. 6 Klassen. In meinem Jahrgang. In einer Klasse, wie viele Leute sind da ungefähr? 36? 36, boah, das ist aber viel. Das ist viel. Glaube ich. Und wie ist der Klassenraum aufgebaut? Also in Deutschland, in deutschen Grundschulen zum Beispiel, bei uns war es so, wir hatten Gruppentische. Das heißt, es saßen immer 4 oder 6 Leute. Nee, man hat eigene. Man hat so einen eigenen kleinen Tisch. Tisch. Und alle sind nach vorne gestellt zum Lehrer hin, ne? Ja. Okay, das heißt, es gibt keine Gruppentische, sondern nur einzelne kleine Tische für ihn. Man kann auch so 4 zusammenbasteln, so 4 Tische. Zusammenstellen. Ja. Macht ihr das manchmal in Gruppenarbeit oder so? Im Aber Unterricht. Auch oft oder und geht das? Auch Mittagessen. Ah, beim Mittagessen auch? Ja. Und man muss so die 4. Ja. Also die in der Gruppe essen. Okay. Man kann nicht selber aussuchen. Achso, ihr habt, es ist entschieden, wer zusammen Mittag isst. Es gibt einen Plan dafür. Wo man sitzt, ist anders. So, wir haben Sekigai. Ja. Platztausch sozusagen. Ja. Und das macht man so mit dem Lotterie. Ah, mit dem Los. Mit dem Losen. Losverfahren, ja. Ja. Ach so, jeden Tag oder dann einmal und für das eine... Einmal pro Monat. Ah, einmal oder pro Monat. So. Okay, das ist ein strange System. Wir konnten immer einfach essen. Also, wir haben eigenen... Also, jeder hat eigenen Tisch. Ja. Aber 2 so sind zusammen. 2 sind nebeneinander. Ja. 2, 2, 2, dann 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Okay. So Zweierreihen sozusagen von Tischen immer nebeneinander. Okay. Und Mittagessen isst man zu 4. Zu 4. Okay. Ja, das ist das, was das kennen wir aus Deutschland eher wenig. Weil bei uns sind entweder Gruppentische oder die sind in so einer U-Form oder wie auch immer. Aber dass jeder einen einzelnen kleinen Tisch hat, konnte man auch unten was reintun in den Tisch. So, dass du so ein kleines Fach drunter hattest. Okay. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr großer Unterschied zum deutschen Schulsystem, und jetzt, dass man das so hat. Wir hatten zwar locker, wie sagt man locker? Locker, Spind. So ein Schließfach. Ein Spind. Ja. Ja. Aber wir mussten alles nach Hause mitnehmen.
Jeden man, Tag? Ja, man darf Schön. Nicht, also außer Kalligrafie, ja, Dogen, also solche Zeuge ja. und Malenzeuge oder so, Malzeuge. Ja. Man muss alle Textbücher. Boah. Ne? Das war schwer, oder? Ja, sehr schwer. Und die Textbücher, das ist auch interessant. Wie ist das mit den Textbüchern? Man kauft die in Japan nicht, oder? Man Nein. kann die nicht im Geschäft kaufen, sondern man kriegt die kostenlos von ja. der Schule. Ja. Ja, ne? Genau. Und alles, was man braucht, oder gibt es doch Dinge, die man selbst kaufen muss? Notizbücher. Ah, Notizbücher, okay. Und Renrakucho? Renrakucho, ja, ist auch so ein, wie sagt man das, so ein Heft für die Eltern ja. im Grunde, für die Eltern, ne? Nein, Heft für, also man schreibt Hausaufgaben, ja. was wir heute gemacht haben. Ach, Hausaufgabenheft meinst was, du? Ja. Ja, okay. Und was wir morgen als Unterricht haben und was man mitgenommen haben. Ja, das ist für Eltern, ne? Ja, die Eltern müssen auch unterschreiben manchmal, oder? Ja, jeden Tag, ja, müssen sie unterschreiben, dass sie die Hausaufgaben gesehen haben, sozusagen, welche Hausaufgaben Lehrer auf sind. Checkt auch. Checkt und unterschreibt auch. Ja. Okay. So, deswegen muss man ordentlich schreiben. Muss man ordentlich Sonst schreiben. Sonst bekommt man keinen so Check. Okay. Ja, das ist. Also wir hatten auch ein Hausaufgabenheft, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Eltern das unterschreiben mussten. Ich glaube nicht. Ich erinnere mich aber nicht mehr, ob wir das machen mussten. Ja, oder unterschreiben nicht. Tut man hier nicht so einfach. Nee, das stimmt. Aber was ich auch noch interessant war, ich war mal in der Grundschule und habe mir das mal angeguckt, wie die das machen. Ihr müsst in jeder Pause, glaube ich, müsst ihr den Gang putzen, oder nicht? Oder irgendwann wird der Gang in der Schule... Nicht nach dem Mittagessen. In der Pause oder so? Nein, nach der Schule. Nach der Schule nur? Ja. Ja, aber dann putzt jeder alles, oder? Also nicht alles, aber... Also man hat eine Rolle, ja. wo man putzen muss. Und zum Beispiel, ich muss Tisch putzen. Da muss ich mit Tücher, so alle ja. Tische mit und Wasser. Das wird jeden Tag gemacht, oder? Ja. Ja, das ist auch in der Schule. Bei uns war das nicht der Fall. Ihr hattet Putzfrau, oder? Wir hatten eine Putzfrau, die immer geputzt hat, ja. Aber in der japanischen Schule wirklich, die putzen ja auch die Gänge, ne? Und nicht Toilette. Nur den eigenen Klassenraum, Toilette auch. Toilette, Boah. Gänge und ja. Schuhe. Buchsen. Ach so, Schuhe, ja. Schrank. Stimmt. In Japan hatten wir auch Hausschuhe, aber wir haben die einfach immer, also es gab vor unserem Klassenraum gab es einen Zwischenraum und in dem Zwischenraum haben wir die Schuhe immer einfach so hingestellt, sage ich mal, und wir hatten einen eigenen Haken, Aha. wo unsere Jacke dran kam und da drunter haben wir die Schuhe gestellt und dann Hausschuhe angezogen. Aber Japaner haben wirklich so ganze, ja, Schuhboxen im Grunde, ne? Ich hatte keine Uniformen in der Grundschule. Ja. Aber zum Beispiel mein Brüder. Brüder? Meine Brüder. Also deine Brüder hatten Schuluniformen in der Grundschule. Ja. Und du nicht? Ja, weil wir umgezogen sind. Ach so. Ah, okay. Aber Schuluniformen, das ist auch, glaube ich, was viele interessiert. Da wollte ich auch nochmal ein Video zu machen. Die muss man tragen, oder? Man muss die ja. tragen. Du kannst nicht sagen, ich habe keine Lust auf die Schuluniform, ich trage jetzt was anderes. Das geht nicht. Und... Es gibt ja auch Regeln, oder? Bei den Männern zum Beispiel, wie viele Knöpfe zugemacht werden müssen. Ja. Und wenn man das nicht einhält, was passiert, wenn man das nicht macht? Dann wird gesagt, ey, du musst das aber machen, oder was? Also wird man gerufen? 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 Schikarelu. Nein. Gerügt? Jobarelu. Oder? Ah, jobarelu. Gerufen, ja. Zu Lehrerzimmer. Ah, ins Lehrerzimmer, ja. Und... Jetzt so und so und so muss man machen und so. Okay. Ist voll ätzend. Und du hattest einmal das Problem, dass sie gesagt haben, du würdest deine Haare färben. Und das fand ich so lustig. Erzähl mal, was haben die gesagt? Warte. Ich habe schon mal gefärbt, ja. als ich 5 Jahre alt war. Ja. Meine Mama hat das gemacht. Was aber früh, ja. Aber als ich 3 Jahre alt war, hatte ich Parma, so ein Curry. Dauerwelle, glaube ich, oder? Ja, ja, ich habe schon mal gefärbt, aber das war schon 14 Jahre alt. Deswegen, da war ich 14 Jahre alt, deswegen hatte ich schon Naturfarbe. Ja. Ne? Ich habe so oft geschnitten lassen ja, und so. Aber
eine Lehrerin hat gesagt, oder nein, in der Prüfungszeit, viele, also alle Lehrer checken das, wer gefärbte Haare hat oder nicht. Ne? Ja. Und man checkt, also man kreuzt den Namen, und wenn man mehr als 3 so einen Haken bekommen hat, dann muss man schwarz färben. Ja. Und ich hatte Naturfarbe. Ja. Aber ich hatte mehr als 3 Haken. Deswegen musste ich schwarz färben. Ja, weil sie gedacht haben, dass du gefärbt hast braun, obwohl das deine Naturfarbe war. Ja. Das finde ich so gut. Es ist verboten in der Schule, die Haare zu färben. Aber wenn du keine schwarze Haarfarbe hast, dann musst du die Haare schwarz färben, obwohl verboten ist zu färben. Ja. Das ist so dumm. Das verstehe ich nicht. So wie man, dumm. Weißt dumm. Du darfst dumm. Nicht färben, aber wenn du nicht die Haarfarbe hast, die haben wollen, dann musst du färben. Was? Aber wenn du wenn du Hälfte Deutsche bist, dann ist okay. Okay, ja, weil die dann davon ausgehen, okay, er hat eine andere Naturfarbe. Das ist total dumm. Warum? Japaner haben manchmal auch dunkelbraun. Warum müssten die dann schwarz färben? Ich verstehe es auch nicht. Ist ganz komisch, aber fand ich interessant. Also die Regeln in der Schule sind sehr streng, ne? Viel strenger als hier, denke ich mal. Also meine Mittelschule war schon streng. Genau, Mittelschule. Wie kommt man auf die Mittelschule? Wann kommt man da hin? Ab 12, 13 Jahre. Also wenn man die 6. Klasse abgeschlossen hat, dann kommt man auf die Mittelschule. Und auf welche Mittelschule geht man? Die in der Nachbarschaft ist? Ja. Oder genau, man geht automatisch auf die in der Nachbarschaft. Ja. Wie lange ist man dann auf der Mittelschule? 3 Jahre. 3 Jahre. Und da lernt man auch normal. Und in der Mittelschule fangen dann auch langsam die Clubs an, oder nicht? Also in der Grundschule gibt es noch nicht wirklich so Clubs? Doch, letzten 2 Jahre. Ah, die letzten zwei Jahre fangen Clubs schon an? Ja, aber das ist nur einmal pro Woche oder so. Es ist so ein bisschen locker. Ich war in der 5. Klasse war ich in Fußballclub und 6. war ich Nawatobi-Club. Ach, im Seilspringclub. Ja. Im Seilspringclub. Okay. Und dann in der Mittelschule? In welchem Club warst du da? Gar nicht. Gar nicht. Aber die meisten Japaner... Man sagt Nachhause-Club. Nachhause-Club, okay. Aber die meisten Japaner gehen in den Club, oder nicht? Ja. Und es ist auch fast geht, also wenn ich in einen Sportclub gehe, die meisten Clubs sind ja eigentlich Sportclubs, dann habe ich fast jeden Tag Training, oder nicht? Ja. Und ich habe auch lange Training, also viele Stunden. Und es ist sehr hart, oder? Also die Beziehung zwischen den Älteren und den Jüngeren, diese Senpai-Kohai-Beziehung ist relativ hart, oder nicht? Ja. Das heißt, die Jüngeren, die jetzt im ersten Schuljahr von der Mittelschule sind, die müssen alles aufbauen, die müssen alles abbauen, die müssen putzen. Ja. Und die im dritten sind, die machen im Grunde gar nichts, sondern gucken nur, dass die vom ersten aufräumen und putzen. Und also sie spielen nur. Genau, sie spielen nur. Und wenn du jetzt nicht in einem Club bist, wie du, ist es dann schwieriger, Freunde zu finden? Oder ist das... Eigentlich nicht. Ja. Ja, man hat vielleicht weniger Bekannte und so. Ja, also man kennt nicht so viele Leute. Ja, aber mir leicht, ja. Also die haben deine Freunde gereicht, du hast genug gehabt. Gab es denn viele, die nicht in einem Club waren? Oder warst du so eine der Einzigen, die nicht drin war? So, zum Beispiel in einer Klasse ist ungefähr 30, ne? Ja. 30 bis 40. 3, 4 waren nicht da, so 10%. Ah, okay. Also nicht so viele. Schon die meisten sind im Club drin. Und hast du da auch so ein bisschen was... Also du warst die ganze Mittelschule nicht im Club? Oder warst du irgendwann mal im Club? Doch. Aber... Ich war einmal da. Ja. Und ich habe mich angemeldet. Aber ich war... Du bist nie wieder gekommen. Nicht mehr da. Aber wenn man so aus dem Club rausgeht, sage ich mal. Weil, wenn man so fleißig für den Club... Sich engagiert. Ja. Dann bekommt man... Wie sagt man denn? Noten oder... Nicht guten man Noten. Man hat so gutes sondern, Ansehen. Also... In der Note steht, ob man im Club war oder nicht. Ja. Das steht auf dem Zeugnis, meinst du? Ja, auf dem Zeugnis. Ach so, okay. Und das, wenn das nicht draufsteht, dann ist es ein bisschen komisch. Beeinflusst. Ah, beeinflusst.
Beeinflusst, ob, okay, ja. Ich verstehe, weil die dann sehen auch hinterher die Arbeitgeber oder so, ah, sie waren nicht im nicht, Club nicht oder... Nicht ein Arbeitgeber? Nicht? Für eine Beidou oder so? Nein, für den Gymnasium, für das. Ach, für das Gymnasium, ja. Für das Gymnasium. Genau, Gymnasium, was heißt Gymnasium? Oberschule? Um Gymnasium reinzugehen. Genau, das nehme ich jetzt das Interessante, finde ich, weil, also sitzen bleiben kann man nicht, ne? Man kann nicht sitzen bleiben. Sitzen bleiben heißt, dass du zu schlecht bist in der Klasse, dass du die Klasse nochmal wiederholen musst. Im Gymnasium kann man sitzen bleiben? Ja. Aber bis zur Mittelschule nicht. Ist Gymnasium. Ja, ist Pflicht, wie nennt man das? Pflichtbildung, Pflichtunterricht. Ja. Genau, die Schulpflicht hört nach der Mittelschule schon auf, oder? Ja. Das heißt, wenn man die Mittelschule fertig hat, müsste man theoretisch nicht mehr zur Schule gehen. Wie alt ist man, wenn man die Mittelschule fertig hat? 9 Jahre, 15 oder so? 16. Ja, dann ist die Schulpflicht schon weg und dann könnte man theoretisch also ja, arbeiten. Ja. Nur es gibt einer keinen Job wahrscheinlich, weil man zu wenig Bildung hat, so ungefähr. Aber die meisten gehen dann auf die Oberschule. Und bei der Oberschule ist es jetzt nicht mehr so, dass man auf die Oberschule geht, die in der Nachbarschaft ist, oder? Nein. Genau, wie ist das denn dann? Wie sucht man sich die Oberschule aus? Auf welche geht man? Also man braucht Note. Ne, ja. Deswegen, also, wo mir passt, oder? Aber die Oberschulen haben auch ein Ranking, oder nicht? Ja. Es gibt gute Oberschulen und nicht so gute Oberschulen. Das heißt, wenn man... Hensachi, ne? Hensachi heißt das? Okay, kenne ich nicht. Ah, doch, klar, Hensachi. Wie soll ich sagen, warum ist es wichtig, auf eine gute Oberschule zu gehen? Sonst kann man nicht in die gute Uni gehen oder hat man keine Chance, Arbeit zu finden. Ja. Oder so. Aber bei einer guten Uni, sage ich mal, es gibt doch auch wieder diese Eintrittsprüfungen in die Uni. Selbst wenn ich auf einer schlechten Oberschule war, aber richtig viel lerne und gut werde, kann ich ja auch an eine gute Universität gehen, wenn ich die Prüfung schaffe. Das heißt, eigentlich muss man oder ist es gut, auf eine gute Oberschule zu gehen, weil die Lehrer besser sind, weil man mehr lernt und deswegen und nicht so viel... was man lernt, ist ganz anders. Ist ganz anders, ne? Echt ganz anders. Viel schwieriger wahrscheinlich auch auf einer guten Oberschule, oder? Also zum Beispiel Englisch, im Englischunterricht, so... In der schlechten, I want to oder so, ne? Ja. Und dann... Dann ist vorbei sozusagen. Die machen nicht so viel Grammatik auf der schlechten Oberschule. Und auf der guten Oberschule wird mehr Grammatik und so gemacht. Und deswegen, ja, beziehungsweise wenn man gar nicht auf die Universität gehen möchte, dann ist es wichtig, auf einer guten Oberschule gewesen zu sein, damit man einen Job bekommen kann, ne? Genau, das heißt, nach der Mittelschule oder in der Mittelschule schon gehen viele... Zur Nachhilfeschule, oder? Zur Juku. In der Mittelschule schon. Ja. Damit sie auf eine gute Oberschule gehen können, oder? Ich war da... Warst du auch? Ja. Ja. Für 2-3 Monate. Warst du auch auf Juku. Und hast viel gelernt. Ja, aber man geht eigentlich für 3 Jahre oder so. Ja. Und ist sehr teuer wahrscheinlich, oder? Ja, sehr teuer. Ja, glaube ich, sehr teuer. Also ohne diese Nachhilfeschulen funktioniert es eigentlich in Japan auch und gar nicht. Ich mag nicht zu lernen, deswegen war ich nicht da. Meine Frau mag nicht zu lernen. Vor 3 Monaten oder so. Ja. Nein, 3 Monaten vor der Prüfung war ich da und ich habe heftig Englisch gelernt, weil mein Gymnasium speziell für Englisch war. Ja. Und darüber bist du dann reingekommen, ne? Es gibt ja aber noch, wenn wir jetzt dann die Oberschule, da ist man, da gibt es auch wieder die Clubs, ne? Die gibt es da auch wieder. Und du hast Schulsprecherin gemacht, ne? In der Oberschule, oder nicht? Am Anfang? Ja. Ja, vom Anfang kann man nicht schulsprechen. Kann man nicht machen, ne? Muss ja erstmal gewählt werden, oder? Ja, am Anfang war ich im Fußballclub als Managerin für ein halbes Jahr? Halbes Jahr, Hälfte. Ja, für Hälfte, ja. Für Hälfte, für Jahr, Frau. Halbes Jahr war ich da. Ja. Und dann hatte ich keinen Bock gehabt. So habe ich keinen Bock gehabt. Ja. Und dann war keiner da für Schulsprechen. Und eine Lehrerin hat mir gesagt, ja, kannst du mal machen.
Ja, kann ich eigentlich machen. Ja, dann hast du gemacht, ne? Ja. Dann hast du gemacht. Ja. Und ich hatte auch English Speech Contest. English Speech. Kann man nicht. English Speech Contest. Contest, ja. Contest. Contest. Ne? Wenn man so, ne? Ja, ja, das geht dann im Mund, das stimmt, wenn man alles miteinander mischt. Genau, dann hast du gewonnen. Ich hab auch gewonnen, ne? Ja. Hast du auch gewonnen, genau. Ja. Und dann gibt es, also du hast ja, hast du schon gesagt, du hast keinen Bock zu lernen gehabt. Ne? Ja, aber im Gymnasium hatte ich. Das schon, aber es war trotzdem... Ich war number one. Number one, oh. Stimmt, das gibt's auch, ne? In den japanischen Schulen gibt's immer die Test, genau, Ranking, und die Testergebnisse werden öffentlich gemacht, sodass jeder weiß, wer der Erste war, der Zweite, der Dritte und so weiter und so fort, ne? Genau, das finde ich auch interessant. Und das in jedem Fach oder generell alles zusammen? Also kann man alles gucken. Jedes Fach. Wer am besten in Mathematik ist, in Physik und wer insgesamt. Ja. Und du warst insgesamt eins? Nein, Englisch. Englisch warst du eins. Insgesamt, wo warst du da? Insgesamt weiß ich. Insgesamt zwei oder so. Aber in Japanisch, ja. Unterricht, ja. War ich 53 oder so. Von 80. Mai, daijoubu? Daijoubu desu ka? Und in Mathe... Ich glaube, ich muss dir Nachhilfe geben in Japanisch. In Mathe war ich 20 oder so, glaube ich. Ja, in Mathe war ich 1 oder 2. 20? Da war ich gut. Mathe war ich gut, aber ansonsten... Und insgesamt 2, weil meine Englischnote so gut war. So gut war, ja. Oh, nice. Nicht schlecht. Genau, und dann... wolltest du ja auch auf die Universität gehen, aber ich glaube, du hattest nicht so viel Bock zu lernen für die Eintrittsprüfung von schwierigen Universitäten, also Kyodai oder so wolltest du jetzt nicht, ne? Kyoto-Universität. Ich hatte eigentlich nicht vor, in die Uni zu gehen. Ach so, okay. Ich wollte einfach nach England fliegen. Ach stimmt, du wolltest Ausland oder dort studieren einfach, ne? Ja, ja. Aber das kostet sehr viel. Ja. Und habe ich aufgegeben. Und ja. Was soll ich machen, habe ich gedacht. Ah, lass mal Uni gehen, ne? Und ich hatte schon im Gymnasium als zweite Fremdsprache Französisch. Ja. Deswegen, ja, Französisch kann man ja mal lernen, habe ich gedacht. Deswegen habe ich Französisch studiert. Genau. Und wie bist du in die Universität reingekommen? Hast du die Aufnahmeprüfung bestanden und bist reingekommen? Oder gab es einen anderen Weg? Ich wurde... Ja. Von meinem Kocho-sensei, Schulleiter. Schulleiter. Ja. Von meinem Gymnasium. Ja. Empfohlen. Empfohlen, genau. Das ist nämlich das Lustige in japanischen Universitäten. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die Prozentsätze sind, aber es gibt eigentlich zwei Wege, oder nicht? Viele. Oder viele andere Wege noch. Also man, zum Beispiel mein Gymnasium hatte viele Uniplätze. Ja. Ne? Die sie bekommen haben durch Verträge oder was, durch Partnerschaften. Ja. Ja. Und in einer Uni können zwei hingehen. Ja. Und die zwei werden im Gymnasium gewählt. Ja. Vom Gymnasium ausgewählt sozusagen. Ja. Und wenn die sagen, ihr geht an die Uni, dann ist auch egal, ob du die Eintrittsprüfung in die Uni schaffst oder nicht, ob du gut genug bist, durch die Empfehlung kommst du automatisch rein. Die Leute ja. Müssen nichts schreiben. Genau. Aber ich musste schreiben, ja. Weil meine Uni hatte keine Partnerschaft. Okay. Ich wurde einfach empfohlen. Ja. Aber keine Plätze war da. Okay, das heißt, du hast... In meinem Gymnasium. Du hast trotzdem die Eintrittsprüfung bestanden. Ja. Ja. Genau, aber es gibt eben auch dieses System mit diesen Empfehlungen und dadurch, dass man empfohlen wird, kommt man viel leichter in eine Uni rein, teilweise, als wenn man einfach nur normal diese Eintrittsprüfung macht. Weil man muss eigentlich in die Uni, also in unsere Uni zu gehen, braucht man in normaler Prüfung ja. Mathe, Japanisch, Englisch und Chakai. Gesellschaftslehre oder Sozialwissenschaften. Und Geschichte. Ja. Und Butsuri. Physik. Physik und so. Ja. Braucht man, ne?
Das war ja genau deine Fächer. Ja, ich brauchte nur Japanisch, Englisch. Ja, durch deine Empfehlung. Ja. Ja, das. Aber meine Englisch, also meine Japanischnote war nicht gut. Ja. Aber meine Englischnote hat mich zu der Uni gebracht. Ja. Meine Englischnote. Dank meiner Englischnote. Genau, das finde ich immer so ein bisschen lustig, weil auch die Universität, ja. Und ich war Schulsprecherin. Deswegen so. Ah, das gab Bonuspunkte, oder was? Ja. Oh, das gab Bonuspunkte. Ja, und die Note sind von den Lehrern gemacht, ne? Ja. Und ich war Schülersprecherin und ich war zu, also ich war immer, ich habe immer gutes Gesicht gemacht zu allen Lehrern. Ja, warst du immer mit dem befreundet, so war es ja ganz gut. Deswegen, meine Prüfung war nicht gut, war nicht so gut, aber trotzdem, ich habe gute Note bekommen. Ja, sowas nennt man ein korruptes System. Weil sozusagen ich, also alle haben erwartet, dass ich in gut, die guten, ja. In die gute Uni. Ja. Ja, das ist absolut interessant, finde ich, in Japan. Das ist was, was man hier nicht so stark vielleicht hat wie in Japan. Aber das ist, ja, wenn du halt diese Empfehlungen hast, aber da unterscheiden die auch. Also die Studenten, die ich getroffen habe, den Herrn Miyamoto zum Beispiel, er hat immer unterschieden zwischen den Leuten, die eine Empfehlung bekommen haben und zur Uni gekommen sind, und denen, die nicht, weil du weißt, unsere Freundin, die Nihongo Partner war, und er hat immer von der, also es gibt eine Freundin von uns, die Mayu auch kennt, und er hat immer zu der gesagt, die ist richtig dumm. Er sagt, wenn ich mit der Japanisch rede und gutes Japanisch rede, dann versteht die mich nicht. Die? Ja. Ist... Sie hat also guten Abschluss. Aber die ist auch über eine Empfehlung reingekommen. Besser als ich. Ja, kann sein. Aber Gymnasium, ihr Gymnasium ist viel höher, ja. So in Ranking. Ja, kann sein, aber die ist trotzdem über Empfehlung reingekommen. Ja. Die hat nicht normal die Prüfung geschrieben, die ist über Empfehlung reingekommen. Und er hat gesagt, man merkt das, weil die echt dumm ist, meinte er immer. Und sie war auch top in der Schule. Ja, aber ja, okay. Ne? Aber er meint halt immer, man merkt das, dass die Leute, die über Empfehlungen reinkommen, meist, also gibt natürlich Ausnahmen, gibt es immer, aber er meinte halt, die meisten, die normal über die Prüfung reinkommen und da eben Mathe, Physik und all das machen müssen, die wissen meistens mehr als die über eine Empfehlung reinrutschen. Und das ist zum Beispiel auch so gerade bei diesen Sportleuten. Wenn die richtig gut im Sport sind, die sind, tut mir leid, ich so sage, aber die sind meistens strohblöd, die haben keine Ahnung von irgendwas. Ja. Wenn du die fragst, wo liegt Amerika, dann sagen die in Europa oder so. Die Sportleute, also die durch Sport reingekommen sind in einem bestimmten Fach. Ja. Und da sind die Prüfungen so einfach. Einfach. Ja. Man schreibt Apfel, dann ist okay. Dann ist okay, Apfel. Ja, in Englisch zum Beispiel, ist schon fertig. Das ist wirklich, die sind so... Die machen halt nur Sport, die sind gut im Sport, aber nichts anderes. Und dann werden die durchgereicht in die guten Unis. Und ja, weil die Uni hat eigene Sportclubs. Genau, ne? Die haben nämlich eigenen Sportclubs und dann konkurrieren die landesweit in Japan mit diesen Sportclubs und machen dann da Meisterschaften, die auch relativ wichtig sind und teilweise im Fernsehen übertragen werden, je nachdem, welche Sportart es ist. Das ist echt Wahnsinn, wenn du mit Leuten sprichst, die durch Sportempfehlungen reingekommen sind, dann denkst du dir, was haben die ihr Leben lang gemacht? Die wissen ja gar nicht. Aber die sind lustig. Die sind sehr lustig, ja, die sind wirklich sehr einfach lustig. So aber, lustig. Aber wenn du denkst, die wissen irgendwie was über die Welt oder sonst so, die haben gar keine Ahnung, die können nur Sport. Und was ich auch immer lustig finde, sind die Leute, die sich mit Geld einkaufen. Das höre ich immer von der Keio-Universität. Wenn du im Keio-Kindergarten warst, dann wirst du durchgereicht. Ja. Dann gehst du in die Keio-Grundschule. Elevator. Wie ein Aufzug, genau. Nee, Elevator, ne? Ja, Aufzug. Genau. Eskalator, sag mal. Eskalator ist Rolltreppe. Ja, Rolltreppe. Wie eine Rolltreppe. Ne? Du hast dich im Kindergarten eingekauft und wenn du einmal drin bist, dann gehst du so einfach weiter hoch bis zur Universität, hast den guten Abschluss. Wird man nicht geschmissen. Ganz egal, ob du gut bist oder nicht, das interessiert da keinen. Sondern du wirst einfach durchgereicht. Ja. Das ist so das System, wie es in Japan vorherrscht, was so ein bisschen,
ja, komisch ist, oder? Wie findest du das selber? Findest du das nicht komisch irgendwie, wenn du jetzt das deutsche System so siehst, wo du eine gute Note brauchst, wo es ein NC also in der Uni gibt und... Für die Leute, die nicht von derer geliebt sind, ja, sind vielleicht nicht lustig. Also ist nicht lustig. Ist nicht so gut, ja. Aber für mich... War lustig. Ja. So, ja, ich bin da. Tschüss mit dir. So eine Runde, ne? Oh Gott, ja. Ja, und wie hat dir deine Schulzeit gefallen? Fandst du die gut oder fandst du es eher ätzend in der japanischen Schule? Gymnasium war okay, aber Grundschule, Mittelschule war nicht so gut. Habe ich nicht gemocht. Okay, fandst du nicht so gut. Und was war so eine Sache, die dich am meisten gestört hat in der japanischen Schule? Mobbing. Ist es sehr stark in der japanischen Schule? Wie wird man gemobbt? Was machen die? Also zum Beispiel, ich war also in der Grundschule, ne? In so einer Gruppe, ja, zu sechst oder so. Und da war, also Mädchen, ne? Ja. Sechs Mädchen. Und da war eine, also ein Mädchen, die war so top. Ja. Oder Queen oder so, ne? Und sie hat jede Woche gesagt, lass uns die so in der Gruppe, also in der Gruppe, ja, die mobben. Was? Okay. Dann die Woche, die wird gemobbt. Und was macht man dann? Sagt man irgendwie, du bist hässlich, du, nee, bist fett oder was? Man ignoriert einfach. Ach, man ignoriert einfach. Die ignorieren einfach. Okay. Und im Schwimmbad Huse gezogen. Was? War echt heftig. Was? Okay. Und komische Mail bekommen. Okay. Also solche Sachen macht man auch in Japan. Also ich würde sagen, das gibt es in Deutschland auch. Aber man, also macht immer so. Ach so, so hinterm Rücken reden, ne? Ja. Ja, das, ich würde sagen, das gibt es in Deutschland ich auch. Ich habe immer gedacht, wenn du was mir sagen möchtest, komm zu mir. Ja, ja, komm her. Komm her, habe ich gedacht. Ja, das gibt es leider in Deutschland auch. Ich wurde auch gemobbt. Man hat mir immer die Sachen weggenommen und versteckt in der Klasse. Ja, das gab's auch. Aber ich wurde immer sauer dann, habe gesagt, ey, mach das noch einmal, Junge. Aber schau dich kaputt. Hier kommen nicht Eltern rein, oder? Wie, dass die Eltern sich dann beschweren oder so? Ja, doch, das passiert auch, wenn du das den Eltern sagst. Teilweise beschweren die Eltern sich auch. Und dann passiert was, oder? Ja, das ist eine schwierige Geschichte. Wenn du Pech hast, wirst du noch mehr gemobbt, weil die Eltern was gesagt haben. Die anderen sagen, aha, der kann ohne seine Mutter nicht oder so. Wenn du Glück hast, ändert sich was, aber das ist immer... Weil in Japan ist Eltern, ja, sind stärker als Lehrer. Ja, das ist hier auch so ein bisschen teilweise. Ne? Deswegen, wenn meine Mutter sagt, also meine Tochter wird so und so und so gemacht. Ja. Was soll das denn heißen oder so, ne? Ja. Dann Lehrer, also der Lehrer, hat den Schüler zu meinem Haus mitgebracht, ja, und entschuldigt. Boah, zusammen. Dann musste sich entschuldigen. Oh, okay. Mit seiner Mutter. Boah, das ist hart. Sowas passiert. Das ist hart. Ja, Mobbing ist ein großes Thema. Können wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Ja, ich würde sagen, wir sind schon ziemlich lange dran. 30 bis 40 Minuten oder so müssen wir jetzt schon dran sein. Kann man Teil 1, sagen, Teil 2 machen? Ja, mach mal ein Video. Wir sind ja auf YouTube. Mach mal ein langes Video draus. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über die Schule, es gibt ja noch einige Sachen, über die wir noch nicht gesprochen haben, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Dann können wir vielleicht nochmal darüber reden in irgendeinem Video und können nochmal einen Podcast dazu machen, wenn ihr also noch irgendwas wissen wollt über die Schule. Aber ich denke, ihr habt schon so einen ganz guten Einblick mal bekommen, wie das funktioniert in der japanischen Schule. Es gibt Grundschule, Mittelschule, Gymnasium, dass man dann in die Uni kommt und was da so abgeht. Und ja, möchtest du noch irgendwas sagen? Ich konnte heute nicht so gut erzählen. Doch, hast du auch super erzählt, Moi. Doch, hast du auch schön erzählt. Doch, finde ich schon. Ist ja auch schwer auf Deutsch, ne? Die Wörter kamen nicht. Ja, manchmal kommen die halt nicht. Ist bei mir im Japanischen auch so. Manchmal bin ich nicht gesegnet mit Wörtern, da kommen die nicht. Da haben die keinen Bock. Wir haben übrigens einen Partnerlook heute. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Jo, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut mal in die Videobeschreibung. Gibt es noch ein paar Online-Kurse, die ich für euch vorbereitet habe. Ich habe übrigens Twitter.
Twitter-Account. Mayo hat Twitter. Schaut auch da mal in die Videobeschreibung. Den verlinke ich euch auch. Japanerin.de. Japanerin.de. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.